Geschichten aus meinem Leben, Folge 12, geliefert und beerdigt. Diese Geschichte habe ich schon mal in einem Sketch von meinem Freund Edgar Greitmann Schiffmann aufgenommen, was eigentlich 1:1 war, was wirklich damals passiert ist. Und zwar, diese Geschichte ist von 1984, als wir so gute Truppen, mein früherer Gitarrist Kurt und mein guter alter Freund Arthur, sind wir immer zusammengegangen so. Und zwar Sonntag im Garten vom Arthur. Und zwar war uns langweilig, haben wir nicht gewusst, was wir machen sollen. Das war also vor Facebook und vor Internet. Da hat es einfach nur ein normales Telefon gegeben, nicht mehr Handy jetzt gegeben. Ja, uns war langweilig und haben überlegt, was kann man so machen? Kann man das Leute verarschen? Ruft man die Leute an. Genau, das macht man, haben wir gesagt gehabt. Haben wir uns überlegt, was kann man so machen? Und dann ist mir die Idee gekommen. Und zwar haben wir im Telefonbuch einfach geschaut, da sind wir irgendwie dann auf Müller. Okay, so, jetzt mache ich auf das Gespräch noch, was da war. Ring, ring, ring. Müller. Grüß Gott, Frau Müller. Das ist Bestattungsinstitut Ewiger Friede. Ja, bitteschön, hat sie gesagt. Ja, Sie, es ging wegen dem Eichensack. Was wollen Sie von mir? Sag ich, Frau Müller, wir hätten da eine offene Rechnung von einem Eichensack. Hell, von 1300 Mark. Und langsam darf man fragen, was das mit der Rechnung ist, weil wir müssen mir auch schauen. Mei, das weiß ich nicht, da muss ich jetzt mit meinem Morin, Moment. Mir da. Dann sag ich, Müller. Grüß Gott, Herr Müller, das ist Bestattungsinstitut Ewiger Friede. Sie, ich darf gern nachfragen, was jetzt mit der Rechnung war. Wegen dem Eichensack, hell, 1300 Mark. Was wollen die von mir? Der Eichensack, Herr Müller. Die Rechnung, weil wir müssen mir auch schauen. So. Ich habe keinen Sack bestellt. So, Herr Müller, wir verstehen ja, Sie sind in Trauer. So. Was sagen wir? Sag ich, Herr Müller, wir müssen mir auch schauen. Wir haben ja den geliefert und beerdigt. Und so, also die Rechnung war jetzt irgendwann mal fällig. Ich hab ganz anders bestellt. Im Hintergrund fragt, mei, jetzt haben wir doch erst Taufe gehabt. Recht drauf, recht drauf, hat er gesagt. Mir so, dann sagt er, was wollen Sie von mir? Wer sind Sie? Sag ich, Bestattungsinstitut, Ewiger Friede. Sie, Herr Müller, bitte machen Sie uns jetzt nicht so kompliziert, aber die Rechnung muss einmal gezahlt werden. So, ich hab ganz anders bestellt. Sag ich, der Fräulein haben Sie bestellt, der ist doch geliefert und beerdigt. Sag ich, nein. Ich hab ganz auch nicht verstanden. Und Frau, mei, so ein Unglück. Hintergrund, richtig drauf, Jana, richtig drauf, hat er gesagt. Wir haben uns schon wieder angelegt, wir haben alle mitgehört. Ne? Und er sagt, Herr Müller, wer ist denn in einem Familiengrabmühle dann drin? Als ihr Land oder was? Ich hab ganz auch nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, Herr Müller, ich verstehe es ja, dass Sie traurig sind, da haben wir dann auch irgendwie vielleicht einmal eine Änderungslücken und sowas. Ich hab ganz auch nicht verstanden. Dann hat er gesagt, Herr Müller, sollen wir vor Gericht gehen? Da geht's irgendwie, wo Sie wollen. Dann hat gesagt, Herr Müller, wir haben nicht mehr kennen. Haben wir so überlegen müssen und haben wir aufgelegt. Tja. Darf ich das heute noch mal machen? Nein, natürlich nicht, dass die Leute so ärgern. Aber wie gesagt, in die 80er Jahren war es auch mal langweilig gewesen. Aber zumindest war er geliefert und beerdigt.